Diese Brückenlager werden normalerweise nur für vertikalen Druck ausgelegt. Hingegen bei diesen Brückenlagern, da war aufgrund der besonderen Lastfallkombination auch Zug zu übertragen. Das ist ein besonderer Fall. Nehmen wir diese Einheit an den Kran und heben ihn praktisch in das vorbereitete Lager da drüben rein und würden dann mit den weiteren Zusammenbau fortfahren, haben aktuell so 70% vom Zusammenbau abgeschlossen. Die Tests sind alle bestanden und die ganzen Randbedingungen wurden alle erfüllt, sodass also die Lager jetzt entmontiert werden, werden ausgeliefert und werden dann zügig eingebaut. Wir befinden uns hier auf der östlichen Seite des Brückenbauwerkes unterhalb des Überbaus, und zwar im Bereich des Widerlagers Achse D. Derzeitig wird das Lager D2 eingebaut. Das bedeutet, dass in mehreren Schritten der Einbau des Lagers erforderlich ist. Zuerst wurde der Lagersockel betoniert, danach wurde die untere Lagerplatte eingebaut und jetzt eben gerade vor einer knappen halben Stunde wurde das eigentliche Zugdruck-Kalottenlager eingesetzt und wird derzeitig verschraubt.